Da ist er. Wie Salami in vegan, auch von der Firma Heichler. Ich kann es nicht aussprechen. Von der Firma. ja, die kenne ich noch nicht. Aber ich habe ja von der Rügenwalder Mühle die vegetarische Salami probiert. Somit habe ich jetzt wenigstens im Vergleich, wie es ist mit richtiger Salami, mit vegetarischer Salami und jetzt die vegane Salami. Da bin ich ja mal gespannt. Hier drin sind enthalten 63% Tofu. Also Wasser, Sojabohnen, Festigungsmittel ist Magnesiumchlorid. 15% Weizeneiweiß, das aus kontrolliert ökologischer Erzeugnis kommt. Wasser, Tomatenmark, Rapsöl, geräuchertes Meersalz, Hefeextrakt und Verdickungsmittel ist Guacamole. Da drin sind noch enthalten Gewürze, Zwiebeln, Paprikaextrakt, Gewürzextrakte, und Karottensaftkonzentrat. Meine Fresse, manchmal wird das denn schon ganz schön schwer, ne? 100 Gramm, was auch hier in dieser Packung ist, hier steht es. Ich nehme an, hier sind auch 10 Scheiben drin. Ach, 10, jawohl. 100 Gramm haben hier 216 Kalorien. Davon sind 11,4 Gramm Fett mit 1,4 Gramm gesättigten Fettsäuren. 3,6 Gramm sind Kohlenhydrate mit 1,6 Gramm Zucker. 23,6 Gramm Eiweiß und 2,5 Gramm ist Salz. Wie geht's auf? Ich bin gespannt. Ich bin hier. Also bei der bin ich echt wirklich gespannt. Riecht nicht nach Salami, riecht genauso wie die Geflügel, Fleischwurst, Geflügelwurst. Ich rieche halt hier sehr noch mehr das Paprika durch. Oh, und wenn ich die Packung aufmache, man sieht, dass es mit Karotte gemacht ist. Guck mal, wie dolle krass orange das ist. Das ist schon mega. Aber gut. Hupsa, hupsa. Sie geht mir gleich kaputt. Also sie ist sehr weich und fein. Mega dünn geschnitten. Sehr, sehr dünn geschnitten. Von dem kleinen bisschen habe ich jetzt nichts geschmeckt, deswegen rolle ich es mir wieder so. Ist auch schmierig in der Hand so ein bisschen. Schmeckt nicht wie Salami. Boah. Also. Stark, die Paprika schmecke ich. Ganz stark. Es ist auch eine ganz dezente, milde Schärfe auf der Zunge, die immer doller wird. Aber nicht unangenehm, sondern man merkt einfach so wie Pfeffer. Man beißt ja zum Beispiel auf den Pfefferkorn und dann erst merkt man so peu à peu die Schärfe. Und so ungefähr in dem Vergleich kann man sich das vorstellen, nur dass es nicht so scharf ist wie bei einem Pfefferkorn. Ja, es schmeckt nicht annähernd nach Salami. Man hat auch nicht annähernd die Konsistenz von Salami im Mund. Und ich habe den Eindruck, die Firma, also das würde ich jetzt so assoziieren oder interpretieren. Ich sehe gerade, ich hätte mal meinen Schrank vernünftig zumachen sollen. So nach dem Motto, ja, wir können zwar keine Salami herstellen, aber wir versuchen auf Biegen und Brechen eine Salami auf den Markt zu bringen. Also das Ding schmeckt für mich einfach nur nach Gewürz. Ich schmecke nur Gewürze, Gewürze, Gewürze. Ich kann diese Gewürze noch nicht mal identifizieren. Außer Schärfe und Paprika. Das war's aber auch schon. Also, m-m. Nee. Die empfehle ich nicht. M-m. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Tut mir leid, da schmeckt die wie Geflügelwurst besser. Aber naja,
vielleicht, wenn jemand eine vegane Salami kennt, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, aber wenn ich so vergleiche, also die Rügenwalder Mühle vegetarische Salami, die haben es ja auch nicht ganz so hingekriegt, weil es mich ja doch irgendwie an Blutwurst erinnert hat. Aber die ist noch weiter weg vom annähernden Original. Judy, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.